Danke sehr. Ja, wirkt sehr entspannt, ne? Du darfst dein Mikro auch wieder nehmen. Olli, Donitz war ja nicht wirklich das Traumlos für Borussia Dortmund. Mit welchem Ergebnis könnte der BVB denn heute zufrieden sein? Also klar, mit einem 5-0, aber... Also ein Sieg ist immer nicht so verkehrt auswärts. Man sagt ja dann immer so banal, pauschal, man sollte ein Tor irgendwo erzielen. Und ich glaube, Jürgen Klopp hat es ja auch deutlich gesagt, das wird ja auch so ein bisschen die Marschrichtung sein. Die wollen jetzt nicht hier naiven Fußball spielen und von Anfang an hier die Welt einreißen, höchstes sofort von Anfang an Pressing spielen, Tore erzielen, sondern auch erstmal abwarten, mal schauen, was der Gegner macht, sich anpassen, adaptieren auch an das Spiel und dann so nach und nach auch die Möglichkeiten und die eigenen Chancen suchen. War das ein Torwartfehler von Weidenfeller oder nicht? Ja, der geht relativ zentral ins Tor. Ich habe im ersten Moment auch gedacht, da kann er vielleicht hinkommen, aber trotz, dass er ihn anschneidet, hat man nicht das Gefühl, dass der Ball so viel Effet hat. Der fällt praktisch runter wie ein Stein, hat unheimlich hohe Geschwindigkeit. Aber hat er dann den Ball so spät gesehen? Ja, du siehst ihn immer. Man kennt das ja von Du siehst ihn als Torwart ja immer spät, weil es immer die Mauer dazwischen hat. Und da fehlen dir immer ein paar Zehntelsekunden, bis du dann wirklich den Ball endgültig siehst. Also er tritt ihn schon enorm hart. Aber der war schon sehr mittig. Er war schon sehr mittig, ja. Aber schau, ich will mich damit nicht festlegen. Ich weiß selbst, wie das ist. Natürlich, da gibt es mal einen Tag, da spekulierst du als Torwart, machst vielleicht diesen Schritt rüber, kommst dann noch irgendwie mit einer Hand dran. Aber es gibt eben auch diese Tage, wo du erstmal dein Torwart-Eck absicherst, wie Roman Weidenfeller es gemacht hat. Und dann ein bisschen überrascht bist, wenn das Ding eben knallhart ankommt. Ich verzeih dir, dass du den Schutz nimmst. Also da von einem Torwartfehler zu sprechen, nee. Also da will ich, nee. Ja, der Schockzustand hat nicht lange gedauert von Borussia. Ja, als das 1-0 fällt, habe ich auch kurz so drüber nachgedacht, wie reagiert jetzt diese junge Mannschaft? Hier dieser Riesenjubel der 50.000 und kommt jetzt Donetsk ins Laufen und werden die Dortmunder damit fertig? Und dann haben sie doch sehr ruhig weitergespielt, überlegt, weitergespielt und dann auch das Tor gemacht. Und das ist schon ein Zeichen auch von Qualität, von Weiterentwicklung und von Klasse. Und so, wir haben Wort gehalten, oder Olli? Ja, Spektakel. Es war auf jeden Fall spannend, aber man hat es auch am Gesicht von Jürgen Klopp gesehen nach dem Spiel. Du bist dann nicht hundertprozentig zufrieden. Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit ein hervorragendes Spiel gemacht. Donetsk hat sich immer weiter zu... Ich sag's mal ganz einfach, Rudi Völler. Oh, was kommt jetzt? Zu Zeiten, als er noch Bundestrainer war, hat immer zu mir gesagt, weißt du, für mich ist jeder Ball, der über die Mauer geht, ein Torwartfehler. Das heißt, Rudi Völler geht davon aus, dass ihr durch die Mauer durchgucken könnt. Ja, und Roman Weidenfeller hat es ja gesagt, es ist so, es stehen 4-5 Mann, eigene Spieler in der Mauer, plus nochmal 2-3 Mann vom Gegner. Das heißt, du siehst diesen Ball, wir sehen ihn die ganze Zeit und stellen uns dann immer hin und sagen, ach, der Torwart, da muss er doch halten. Aber er sieht ihn erst ganz, ganz spät und hat dann nur noch eine ganz kurze Reaktionszeit. Und dieser Ball ist auch nicht, der macht eine ganz komische Kurve, der fällt wie ein Stein runter. Aber besonders und ich glaube, er war sogar noch ein bisschen mit der Hand dran. Ja, er ist nicht platziert, aber er ist knallhart geschossen. Aber wir können noch bis morgen diskutieren. Du wirst immer Leute finden, die sagen, ja, dann muss doch der Torwart den Ball halten. Und ich habe es ja ein paar Jahre erlebt, wie undankbar das dann sein kann. Einigen wir uns doch auf Folgendes. Roman Weidenfeller kann solche Bälle auch halten. Nee, er hat es doch richtig gesagt. Er hat sich nach dem, was hat er gesagt beim Interview? Ja, absolut unhaltbar, hat er gesagt. Okay. Ich gebe dir recht, Olli, alles klar. Du kannst es, glaube ich, ein bisschen besser einschätzen als ich. Du hast es auch mal gemacht. Und 10 Minuten, Jahre aber nur. Ja, 10 Minuten nach diesem. Gute Körpersprache, gute Ausstrahlung. Und dann wird es eben auch belohnt. Sie waren aber ja mit der Defensivformation davor auch schon nicht zufrieden, in den letzten beiden Spielen. Wie kann es sein? Was ist mit der Dortmunder Abwehr los, Olli? Ja, was heißt Defensivformation? Das waren heute zwei individuelle Fehler. Hier einmal von Mats Hummels, der sich verschätzt, den Ball wegköpfen muss. Und beim ersten Tor war es einfach eine Fehlerkette, angefangen im Mittelfeld. Aus meiner Sicht muss Santana sich da auch
braucht da nicht so hingehen. Es reicht, wenn er abblockt, dann passiert in so einer Situation gar nichts. Das sind so kleine Situationen. Das ist eben die Cleverness. Man hätte sich gewünscht vor dem 1-0, dass Mario Götze sich einfach vor den Ball stellt und einfach mal hinstellt und wartet, bis alles positioniert ist. Das sind so Kleinigkeiten. Aber wie gesagt, da werden die Spieler ihre Schlüsse draus ziehen. Und es geht ja immer darum, gerade auch bei den vielen jungen Spielern weiter zu lernen. Auch Bock auf die nächsten Spiele von Borussia Dortmund. Ich habe auch Bock, aber es ist ja ganz, ganz wichtig, dass du eben, Jürgen Klopp hat es ja gerade angedeutet, auch das kostet ja alles sehr, sehr viel Kraft. Und Mannschaften, die eben nur von Samstag zu Samstag spielen, können sich ausruhen. Umso wichtiger sind die Erfolgserlebnisse. Dann spürst du eben, wenn du 2-3 Tage später wieder spielen musst, du spürst es dann nicht so. Und das trägt dich dann. Und dieser ganze Rhythmus, dieser 2-3-Tages-Rhythmus, ist ja dann auch was Positives. Also für mich war es als Spieler immer ein Traum. Was soll ich da die ganze Woche trainieren? Willst du lieber kicken gegen so eine Mannschaft machen? Kein Druck, oder? Beim Trainieren. Doch, Druck. Druck, ah, Druck hast du immer Druck, gehabt. Ja. Also ich nicht, aber... Druck hat der Jürgen Klopp jetzt nicht mehr. Während des Spiels. Da haben wir ein paar Gesichter von ihm wieder gesehen. Ja. Mich brauchst du nicht anschauen. Ich schaue dich jetzt mal als FC Bayern-Gesicht an. Mit Lothar habe ich auch noch nicht telefoniert, wenn er das meint. Der weiß es ja scheinbar mehr angeblich als, wir alle. Passt Robert Lewandowski ja so wunderbar in das System von Guardiola. Siehst du das auch so? Durchaus, ja. Also müsste der FC Bayern ihn doch holen. Das ist alles Spekulation, Kaffeesatzleserei. Oder fragen wir mal anders, Herr Watzke. Ist ein bisschen verfolgt, wenn man so sieht, wie der Spieler sich äußert, der ja praktisch... gar nichts sagt. Da sagt er weder ja noch nein. Und vielleicht meine, ist ja auch kein Geheimnis, dass Lewandowski ein absoluter Weltklasse-Spieler ist. Und der FC Bayern hat eben immer Interesse an Weltklasse-Spielern. Und deswegen Deswegen könnte, steht Lewandowski hätte, ganz oben auf der Liste.